Offenheit ist total wichtig für den Kunstgenuss. Wenn man Kunst in seiner Fülle genießen möchte, das ist vielleicht auch eine Entscheidung. Ich denke, man kann das bewusst entscheiden. Es ist auch nicht immer einfach, genau zuzuhören. Zum Beispiel, man sitzt in einem Konzert. Es ist gar nicht einfach, aktiv dabei zu sein und alles auf sich wirken zu lassen, wirklich. Da ist man auch ganz natürlich nicht immer bereit zu. Da gibt es persönliche Umstände oder Gedanken, die da mit reinspielen. Aber wenn man bewusst sagt, okay, ich gehe offen auf die Situation zu, ich höre mir das an, ich schaue mir das an. Letzten Endes, im Großen und Ganzen, geht es ja darum, sich die Welt anzuschauen. Und in der Welt gibt es eben ganz viele verschiedene Dinge. Und weil ich das selbst so erleben darf, dass ich interessiert ganz viele Dinge gerne wahrnehme und erlebe, da bin ich sehr dankbar, dass ich das darf und auch kann. Und das würde ich auch jedem empfehlen, einfach zuerst mal offen sein. Und natürlich, kritisch sein ist wichtig, in jedem Fall. Aber das würde ich sagen, ist der nächste Schritt. Das Problem oft entsteht bei Vorurteilen quasi, ja. Also wenn man in eine Situation geht, wenn man in ein Konzert geht, wenn man sich eine Ausstellung im Museum anschaut, dass man davor schon eine Meinung gebildet hat. Und wenn das passiert, dann ist die totale Offenheit in jedem Fall dahin. Deswegen, meine Empfehlung ist, erstmal bei allem offen sein und auf sich wirken lassen. Und dann kann ja jeder entscheiden, okay, was fange ich damit an? Ja, mein Ansatz für offen in ein Museum zu gehen, in ein Konzert zu gehen, ist gar nicht so viel drüber nachzudenken vorher und nicht zu viel Information einzuholen davor. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen paradox, weil im Grunde wird ja oft gesagt, ja, informiere dich im Vorfeld, dann weißt du, was auf dich zukommt, du weißt, was dich erwartet, du kannst damit vielleicht besser umgehen. Und ich würde genau das Gegenteil machen und ich mache es auch genau andersrum, indem ich gar nicht zu viel erfahren möchte von dem, was ich erleben werde, sondern ich gehe viel lieber in ein Konzert und weiß manchmal sogar gar nicht, was auf dem Programm steht oder wer genau der Künstler ist. Genauso gehe ich auch ins Museum. Und das kann in jedem Fall helfen. Also Thema Offenheit ist für mich eigentlich sogar vergleichbar mit Thema Schule oder Institution. Weil eine Institution, eine Schule, ein Lehrwerk oder ein Lehrbuch kann Handwerk vermitteln, kann eine Basis vermitteln. Genauso kann eine Information, die man sich einholt, bevor man sich etwas anschaut wie ein Konzert, kann eine gewisse Basis darstellen, ein Grundwissen über das, was passieren wird. Wenn man es schafft, das aufzunehmen als Information im Vorfeld und dann trotzdem ins Konzert oder ins Museum zu gehen, ohne die ganze Zeit an das zu denken, was man im Vorfeld darüber gelesen hat oder an diese ganzen Informationen, diese technischen Informationen ja auch zum Teil, wie der Komponist dieses Stück entwickelt hat oder wie das Bühnenbild aussehen könnte oder wie die Premiere war, die Erstaufführung. Das zu wissen ist toll und ich bin auch vollkommen dafür, dass man sich so informiert. Das schafft eine Grundlage, eine Basis, genau wie ein Handwerk am Instrument. Aber dann trotzdem sich davon wieder frei machen. Das ist genau das Gleiche, was einen auch zum Künstler macht, indem man sich von dem Ganzen, was man gelernt hat, wieder frei machen kann und frei alles loslassen kann und dann auf der Bühne einfach nur genießen. Das sind die besonderen Künstler. Und das Tolle ist, dass genau das beim Publikum dann auch ankommt. Das Publikum spürt das.
Und wenn man dann im Publikum auch jemand ist, der zumindest versucht, offen zu sein und dann auch alles mal vergessen kann, was man im Vorfeld erfahren hat, dann kann das funktionieren und ist eine wunderschöne Offenheit. Ich bin sehr froh, dass ich im Konzert sitzen kann als Musiker und einfach genießen kann. Ich bin wirklich sehr dankbar. Weil wenn ich anfangen würde zu analysieren, okay, wie macht er das, wie macht er das, wie mache ich das, warum macht er das so, dann könnte ich ja, dann ist der Genuss nicht da oder eben nicht voll da, so wie er da sein kann. Und deswegen, das ist ein Thema, da denke ich auch oft drüber nach. Und ich sage auch hin und wieder zu Freunden oder zu Familie ganz salopp, ja, ich musiziere, ich performe lieber für Laien als für Wissenschaftler. Und damit meine ich nicht, dass ich die Wissenschaftler ausgrenzen möchte, sondern damit meine ich einfach, dass ein Musiklaie in Anführungszeichen ganz anders oft rangehen kann an eine Konzertsituation und viel eher Genuss erleben kann als jemand, der sich natürlich sehr auskennt in dem Metier und dann anfängt zu analysieren, während das Konzert läuft. Und natürlich ist es nicht immer einfach. Klar höre ich anders als jemand, der kein Musiker ist. Das ist selbstverständlich und ist ja auch gut so. Aber das zu schaffen und da bin ich auch sehr froh, dass ich das kann. Ich gehe in ein Konzert rein und möchte einfach genauso wie alle anderen zusammen das Konzert genießen und schauen, ob es mich emotional erreicht und etwas mit mir macht. Genau darum geht's ja. Ich muss das Thema Vorurteile ansprechen, was meiner Meinung nach eines der größten Probleme in der Gesellschaft ist. Es passiert ja oft, dass man Menschen auf der Straße sieht, die anders aussehen, als man es kennt oder die anders aussehen als die eigene Familie oder eben das, was man kennt. Und da passiert es eben sehr oft bei Menschen, dass ja sogar ein Unwohlsein entsteht. Und dann ist aber ganz plötzlich die viel besprochene Offenheit und ja, Toleranz schon direkt nicht mehr da. Ich persönlich verstehe das nicht, weil ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn ich durch die Welt gehe, dann denke ich über vieles überhaupt gar nicht nach. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Mittel, um dagegen anzukämpfen, nicht offen zu sein. Einfach die Dinge nicht zum Thema machen. Und würde man mich jetzt fragen, was kannst du der Politik raten oder was kannst du generell Menschen raten, was sollte noch mehr angesprochen werden? Ja, da würde ich sagen, vielleicht über manche Dinge gar nicht zu viel reden, gar nicht zum Thema machen. Das in den Bereichen Religion, in den Bereichen Sexualität, in ganz vielen Bereichen müsste man gar nicht so viel drüber reden. Das Problem entsteht oft erst, indem man Dinge zum Thema macht und dann problematisiert. Ich würde eine ganz andere Herangehensweise vorschlagen, indem man eher den Menschen sagt oder mitgibt oder die Menschen dahingehend inspiriert, dass man einfach mal erlebt und auf sich wirken lässt und nicht direkt kritisiert und nicht direkt urteilt. How long the satisfaction flows? And too long we spend our time for bad shows and turning around and around like fool and missing the action while keeping cool. Es gibt ein berühmtes Zitat von Daniel Barenboim: Musik ist Leben. Und das kann ich auch vollkommen unterschreiben. Und das ist auch ein Punkt, warum ich auch Musik mache. Sonst würde es mich wahrscheinlich gar nicht interessieren, weil das reine Handwerk, das interessiert mich gar nicht so.
oder Virtuosentum. Das ist schön und auch toll anzuschauen, aber es ist nicht essentiell, um Kunst zu schaffen. Und was ich für mich herausgefunden habe, auch für meine Bühnenaktion sozusagen, für meine Performances auf der Bühne, ist, dass eine Situation entsteht, man ist auf der Bühne oder mehrere Leute sind auf der Bühne und man hat ein Publikum vor sich, ein geschlossener Raum. Die Menschen im Publikum, die meisten kennen sich gar nicht. Und da gibt es ganz viele Arten von Menschen, verschiedene Religionen, sexuelle Richtungen oder ja, Glaubensrichtungen, was auch immer. Und da wird es nicht zum Thema gemacht. Das heißt, das Konzert oder die Oper oder was auch immer läuft und alle Leute gemeinsam schauen sich und hören sich dieses Produkt, was auf der Bühne entsteht, an. Und da ist überhaupt keine Zeit zu diskutieren über unnötige Themen. Wieso bist du so gekleidet? Wieso hast du den Schleier auf? Oder wieso machst du das oder dies und jenes? Sondern es geht einfach nur darum, dass man da ist und gemeinsam ein Erlebnis erlebt. Und das ist mir irgendwann aufgefallen, so kann man das vielleicht sagen. Und ich dachte mir, mein Gott, das ist doch ein Vorbild für den Alltag. Das ist ein Vorbild für den Alltag. Und seitdem mir das bewusst wurde vor ein paar Jahren, arbeite ich auch immer so mit diesem Gedanken und mache das Bühnenschaffen noch viel mehr, gibt mir viel mehr als davor. Aber als mir das bewusst wurde, dachte ich, okay, ich kann vielleicht noch mehr mitgeben an die Gesellschaft, in den Alltag der Menschen. Und das ist heute ein Großteil meines Projektes, dass ich eben alles, was da passiert, als Inspiration verstehe und als Inspiration mitgeben möchte dem Publikum, indem ich sage, hey Leute, schaut mal. Es sind nämlich zwei Aspekte. Schaut mal, wie ihr da im Publikum zusammen seid und es funktioniert. Zweiter Aspekt, schaut mal, wie ich auf der Bühne, alleine oder auch mit Kollegen, agiere und es funktioniert. Ob wir jetzt den Stil nehmen oder den anderen, das Ganze durchmixen oder wir einen Outfitwechsel haben oder geschminkt sind oder nicht oder eine Lichtshow dabei haben oder Mann oder Frau sind, wie auch immer, es funktioniert und das Publikum schaut zu. Und das ist meine Botschaft für den Alltag und ich bin überzeugt, das kann funktionieren. Das kann in jedem Fall funktionieren, wenn man möchte.